Hier in Philadelphia an der Ostküste der USA haben wir eine Mega-Renovierung vor uns. Und das ist das gute Stück. In diesem Mehrfamilienhaus fangen wir mit der oberen Etage und wie es ausschaut auch mit dem Dach an. Los geht's! Der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier zeige ich dir, wie ich hier an der Ostküste der USA im Großraum Philadelphia Immobilien finde, kaufe, sie renoviere und sie vermiete. Hier haben wir das Zweifamilienhaus, was jetzt zu einem Dreifamilienhaus umgebaut werden soll. Was hier schön erkennbar ist, jede Dachecke hat irgendwie unterschiedliche Oberflächen. Wir haben bis zu 8 Schichten Dachmaterial gezählt. Also eine Schicht zum Beispiel Zedernholz von 1935 ganz unten und bis zu 7 Schichten oben drüber, Asphaltschindeln, normaler Rubber, also Gummi und ähnliches einfach oben drüber. Also bis zu 8 Schichten. Minimum 5, Maximum 8 Schichten. Der ganze Kram muss jetzt natürlich erstmal runter. Wenn man genauer hinguckt, haben wir auf dieser Seite von diesem alten Dach 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis 6 Schichten Dachpappe. Dann haben wir hier noch ein Flachdach, das heißt, das ist so Rollbahnen. Hier haben wir auch Dachpappe, das ist noch das Originale. Die Gutters, also die Regenrinnen, die müssen neu. Aber das Dach muss komplett neu. Die haben 5 bis 8 Schichten, haben wir gezählt, teilweise noch mit echten Holzschindeln, auf diesem Dach verbaut. Das heißt, die haben die letzten, keine Ahnung, 80 Jahre nicht einmal das Dach neu gemacht, sondern immer nur draufgehauen. Spannend. Was machen wir mit dem Dach? Nochmal Asphaltschindeln oder Metall? Hat jemand Erfahrung mit Metalldächern? Schreibt es mal in die Kommentare. Auch hier schön erkennbar alte Satellitenschüsseln. Jeder Erker hat eine andere Dachschicht. Die Dachform mega komplex, die Dachrinne zu klein offensichtlich, alt und natürlich auch verstopft, weil vor dem Haus noch ein riesengroßer Baum steht, der mit seinem Laub und seinen Ästen übers Haus drüber wächst und somit auch die Dachrinne immer verstopft. Das ist doch mal ein nettes Haus, aber was soll denn ihr mit sowas hier machen? Ziemlich nah am Haus, oder? Wächst schon drüber. So, Frage, wegmachen oder zurechtschneiden? Das ist die Lösung. Technically haben wir den Baum zurechtgeschnitten, oder? Die Mieter waren zu dem Zeitpunkt gerade ausgezogen und haben die Wohnung übergeben und deswegen habe ich hier auch gleich einen 3D-Scan mit diesem Motherboard-System erstellen können. Schauen wir uns den Grundriss von diesem Apartment hier einfach mal in der Dollhouse-Perspektive an. Hier sieht man schön das Wohnzimmer, hier diese kleine Frühstücksecke, die Küche, Schlafzimmer Nummer 1, Schlafzimmer Nummer 2. Das Ankleidezimmer mit dem Trockner hinten drin und da noch ein kleines Badezimmer. Wenn wir es mal drehen, sieht man es besser. Das Badezimmer, Schlafzimmer und das Ankleidezimmer hier drüben. Das andere Schlafzimmer vorne über der Terrasse. Dann haben wir hier so einen langen Gang. Alles ziemlich klein, alles ziemlich verwinkelt. Von der Fläche her ist hier sehr, sehr viel Platz und Potenzial einfach verschenkt und der Grundriss nicht ideal. Wenn wir uns das Ganze im Grundriss anschauen, sieht man es noch genauer. Die Wände nicht wirklich gerade, ist ein altes Haus, Küche, Frühstücksecke, Wohnzimmer. Dann haben wir hier den Treppenaufgang, das Badezimmer gleich daneben, Schlafzimmer mit diesem begehbaren Kleiderschrank hinten dran und natürlich auch dem Trockner mit drin. Dann haben wir den langen, engen Gang bis zu dem anderen Schlafzimmer über der Terrasse, was der Erker nach vorne raus ist und hier wäre auch noch ein Kleiderschrank. Mit diesen vielen und krummen Wänden und natürlich auch diesen vielen kleinen verwinkelten Zimmern und Gängen hat das Apartment dennoch ca. 85 Quadratmeter Wohnfläche, also so ca. 900-950 Square Feet. Das Ganze können wir auch im 3D einfach mal erleben und wirklich den Durchgang starten. Legen wir los hier in der alten Miniküche. Der Kühlschrank ist alt, der bleibt, wenn es geht. Der Ofen ist auch alt, der Gasofen, den behalten wir auch, wenn es geht. Die Decken sind relativ niedrig in diesem Apartment. Fußboden ist natürlich Teppich, auch ziemlich alt, also ich schätze mal 20 Jahre. Hier sehen wir auch die Decken, da regnet es irgendwo rein. Das ist so eine Art Frühstücksecke, Breakfast Nook. Auch alles Teppich, die Fenster hier, rechts ist einfach verglast. Oben in diesem Erker hier ist auch noch ein Loch im Dach irgendwo. Kleines Ratespiel, wie viele Fenster siehst du hier? 1, 2, 3. So, jetzt war ich nicht gut in Mathe. 1, 2. So läuft das hier, ne?
Bauschaum rein wird auch zu Stein, oder? Gibt es auch einen Spruch mit Drywalls? Aber echt gut getarnt. 1, 2, na, Trockenwand, Säcke. Hier haben wir einen ziemlich verwinkelten, engen Flur, alles schön mit demselben alten, verranzten Teppich. Hier geht ein langer Gang nach hinten, rechts wäre noch ein Kleiderschrank und das ist eins der Schlafzimmer. Ziemlich niedrige Decken, enge Wände und natürlich alte Elektrik, sieht man an den Lichtschaltern und Steckdosen hier. Das muss alles raus. Schlafzimmer Nummer 2, da haben wir eigentlich ein schönes großes Schlafzimmer. Hinten dran noch ein Ankleidezimmer und der Anschluss für den Trockner ist in diesem Zimmer. Macht keinen Sinn, ist aber so. Die Deckenhöhe ist auch verdammt niedrig. Da bin ich gespannt, was sich darunter verbirgt. Da rieselt uns bestimmt irgendwas entgegen, so alt wie das ist. Gehen wir ins Badezimmer. Hier haben wir Vinylklebefliesen auf dem Boden. Die Toilette ist noch original, glaube ich. Baujahr 1935. Die Badewanne ist alt. Hier steht auch die Waschmaschine. Da ist noch ein kleiner Abstellraum. Alles ziemlich dated, also aus der Mode gekommen. Die Türen sind aber schön hier, die alten Doppelschwingtüren. Ich hoffe mal, die können wir behalten. Da bin ich echt gespannt, was sich hinter diesen alten Plastering-Wänden versteckt und wie die Elektrik hier ausschaut. Das wird eine Menge Arbeit. Boah. Wenn dir meine Themen gefallen, den Like nicht vergessen, das Abo dalassen und natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann wirst du umgehend von YouTube informiert, wenn der Teil 2 zu diesem Umbauprojekt rauskommt. Das kostet dich gar nichts und hilft dem Kanal hier ungemein. Danke dafür. Und jetzt bin ich auch schon still und lass dich mal den knarzenden und quietschenden Fußboden in diesem alten Haus genießen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann lässt du mir am besten ein Like da. Wenn du jemanden kennst, der sich auch für diese Themen interessiert, dem schickst du am besten dieses Video. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.